Ja, hallo ihr Lieben, heute basteln wir wieder und ja, ich hoffe, es macht euch viel Spaß. Ich mache heute mal auch noch mal ein ganz kleines Tier, aber ein sehr, sehr interessantes Tier. Das Tier selber, das lebt in Afrika und zwar bewohnt das dort in Zentralafrika und Ostafrika die Urwaldgebiete und ist eigentlich nur bodenbewohnt, also lebt quasi im Dickicht, unten im Laub und ja, liebt feuchte, tropische Regenwälder, wo sich das Tier von Insekten ernährt. Also Schaben können das sein, Würmer, ja, und alles, was so rumkreucht und fleucht. Es ist sehr, ja, mal so sagen, sehr mysteriös sieht es aus, hat einen tollen Namen, aber wir fangen erst mal an und dann erzähle ich euch das weiter. Da brauchen wir heute mal so eine dazu, eine Aubergine. Ja, mal schauen, ob ich das gut hinkriege. Du kriegst das doch immer gut hin, Jörg. Naja, das... Stell mal dein Licht nicht immer so unter den Scheffel. Ist nicht ganz so einfach. Das sagst du immer. Ist das wieder ein Wunsch, Jörg? Ja, das ist ein Wunsch. Ist das vielleicht sogar ein Wunsch, den du dir selber erfüllst? So ein bisschen? Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, muss ich sagen. Ne? Also, aber es ist ein Wunsch. So eine Zuschrift. Und ja, wie gesagt, das ist nicht, also nicht ganz so einfach. Obwohl es dann vielleicht einfach aussieht. Aber ja, mal schauen. Ob man das so lösen kann. Ja, die Tiere, die haben, also vermehren sich relativ zügig, haben einen sehr schnellen Zyklus. In der Regel werden immer so 1 bis 3 Jungtiere geboren, aber meistens haben sie 1 bis 2 Jungtiere. Und das Verrückte ist, die Jungtiere siehst du im ersten Monat gar nicht. Da muss man ganz, ganz großes Glück haben. Weil die die letztendlich verbuddeln, ne? Und die legen so geschickt ihre Senken an, dass die völlig abgedeckt sind mit Laub oder Zweigen. Ne? Und wenn die Alttiere dort rein verschwinden, um also die Jungtiere zu betreuen, da klappt irgendwie bloß der Boden kurz auf und danach klappt der zu und wechseln sie. Ja, das ist unwahrscheinlich, also phänomenal, muss man wirklich echt mal sagen. Ne? Woher weißt du das so genau? Hast du das schon mal gesehen? Also selber habe ich es noch nicht gesehen. Aber ich kenne da Schriften drüber. Ne? Also ich habe es gelesen auch. Erzähl mal noch was Schönes, Jogi. Was gibt's denn so Neues? Soll ich dir deine Brille holen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Noch geht's. Also
aber... Kriegst ja bald eine neue, ne? Ja. Also ich krieg bald eine neue Brille. Freue ich mich sehr drauf. Man wird nicht jünger, ne? Nee, man wird nicht jünger. Das ist richtig. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier gut festkriege. Ah, ich weiß, was es wird, Jörg. Pinocchio, ne? Ja. Ja, das ist schon... Mit der langen Lügennase. Diese Tiere, das ist schon wirklich so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Tierarten, wenn du es so nimmst. Das ist schon wirklich echt lustig. Da denkst du, da ist Ratte mit drin und... Also, ich will mal so sagen, ich muss es euch jetzt einfach verraten, ne? Und zwar soll das ein Rüsselhündchen werden. Und die sind wirklich sehr bizarr. Ne? Also die haben ja wirklich ja, wie ein Rattenschwanz. Ne? Sind aber sonst ganz zauberhaft. Ne? Ganz zarte Beine haben die. Einen wirklich langen Rüssel. Ja? Also die können unwahrscheinlich gut riechen. Ja? Und finden dadurch natürlich auch im Boden lebende Larven. Ja, natürlich auch... andere Insekten, die sich gerne verbuddeln, also wie zum Beispiel so Waldschaben und also die schrecken vor, also kein Insekt quasi zurück und fressen natürlich auch gerne Würmer und sowas, ne? Aber ernähren sich in der Regel hauptsächlich tierisch, ne? Und und ihre Kinder, die verlassen dann meistens mit einem Monat das erste Mal diese Unterkunft, die sie gebuddelt haben. Na, die lagern die auch immer mal um, die legen auch so Scheinbaue an. Wobei, wie gesagt, das siehst von oben gar nichts, da siehst du keinen Eingang, gar nichts. Na, das ist ganz verrückt. Und und die Jungtiere, ja, die kommen raus, die sind bloß Miniaturausgabe von den Alten. Na, aber ansonsten sehen die genauso schon aus. Na, und das soll hier so Rotschulterrüsselhündchen werden. Na, und ja, also ganz, ganz tolle Tiere und ja, das war ein Wunsch auch und das versuche ich jetzt noch zu erfüllen. Wahrscheinlich unglaublich schwer in freier Wildbahn zu finden, ne? Ja, du wirst die also ganz, ganz schlecht beobachten können, weil die wie gesagt wirklich im Unterholz leben, na, und in dichten Urwäldern. Na, die haben natürlich auch ihre Feinde, ne? Und um denen aus dem Wege zu gehen, werden die natürlich auch sehr vorsichtig sein und dadurch, dass die sehr, sehr gut hören und riechen, verschwinden die einfach, ne? Wenn du da auftauchen würdest. Ja, ich denke mal, das sieht ganz gut aus und schon sind wir fertig. Das ist also relativ zügig gegangen, war doch nicht ganz so schwierig und ich hoffe, das gefällt euch. Also Rüsselhündchen haben ja ganz dünne Beine, deswegen habe ich ja die Stöckeln genommen und hinten sind sie ein bisschen langbeiniger, ein bisschen überbaut quasi, geht so ein bisschen nach vorne. Und ansonsten so von den Proportionen her, so sieht eben ein Rüsselhündchen aus, ne? Und Rotschulter, ja, bringt es auch zur Geltung. Kopf und ist immer im Körper
fließender Übergang, also es ist wirklich von der Nase her so. Wir haben wirklich schon vorne die Nasenlöcher hier ganz kleinbloß angedeutet. Ne? Und ja, und dann geht das wirklich wie eine fließende Linie und dann in den Schwanz rüber hier. Und das ist eben ein langer Schwanz. Und Verständigung ist bei Rüsselhündchen zum Beispiel, wenn die jetzt erregt sind, klopfen die mit dem Schwanz auf die Erde. Und das sind Lautäußerungen dann, die jeder versteht in der Gruppe oder bei den Tieren. In der Regel sind die territorial und die Pärchen bleiben eigentlich auch ein Leben lang zusammen. Also die Pärchen bleiben in der Regel ein Leben lang zusammen. Haben also eine monogame Ehe, wenn du es so nimmst. Und sind territorial und, ja, und die Jungtiere, die werden dann letztendlich irgendwo aus dem Territorium dann mal rausgeschmissen, na, und suchen sich dann eigene Territorien. Na, und ja, und das Pärchen ja, hofft man, dass es eine gute Ehe führt, sozusagen. Sehr, sehr niedlich. Kann man sich richtig gut vorstellen, wie die in der Natur aussehen. Ja, wir können das ja auch mal auf den Rasen setzen hier. Da sieht man das mal, wie das auf dem Rasen aussieht hier. Ja. Und so schnurzeln die eben dann dahin. Ne? Ja, im Laub. Was machen die schnurzeln? Naja, die schnüppeln ja immer mit der Nase, die geht ja ständig die Nase, ist ständig in Bewegung die Nase und das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Tier. Ne? Und das ist ja irgendwie so, wenn du es so siehst, das ist ja wie in der Evolution, als wenn ja eine Ratte und ein Elefant sich verpaart haben, ne? Also mit den langen Rüssel. Ja, und dann ist eben ein Rüsselhündchen rausgekommen dabei. Ist schon verrückt. Na, mal sehen, was die Erdis dazu sagen. Die werden sich bestimmt auch freuen. Ja. Und ja, schauen wir mal. Sehr hübsch, hast du uns ein tolles Tier vorgestellt heute. Genau. So, dann werde ich mal zu den Erdis buscheln und dann das mal anbieten. Mal sehen, was die dazu sagen. Oder an der Stelle mal schon sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte wieder einen Wunsch erfüllen. Euer Jörg, macht's gut. Tschüssi. Okay. So, guck mal hier. Kinderbuscheln, ne? Jetzt hießen. Das schmeckt, hä? Wow. Ist das lecker? Hä? Ist das lecker, ihr Süßen? Hä? Ich halte den Schwanz ein bisschen fest. Ja, das steht gut. Das steht gut. Hä? Ihr Süßen. Fein. Oh je. Wow. Dein Tisch ist aber heute ganz schön hungrig, hä? Das schmeckt so lecker. Na, die hat richtig Spaß dabei hier. Der Schnuckel. Na, Sally, das ist wohl lecker. Ja. Das isst du wohl gern. Die Beten, nein, okay. Die ist richtig toll aufgeblustert. Okay. Thank you.